Ja, ich bin Zweiter gerade. Hinter, gerade mal hinter wem? Ja, Käufer oder nicht? Nee, der ist Letzter. Ohne Scheiß? Ja. Richtig, echt jetzt? Florentin Will, der führt. GLF, Janina, let's go. What the fuck ist diese Waffe? Jesus Christ. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht zu pulsig werde. Was passiert sonst? Schlechtes Positioning. Ich weiß auch gar nicht, ob wir hier so viel reden sollen. Ich würde mir natürlich eher wünschen, auch wenn es mir schwerfällt, dass du gewinnst, weil Florian hat schon so viele Punkte, ne? Da streng dich mal an jetzt. Voll doch. Ach so, ja. What the Boah, fuck? Meine Ohren schallern weg. Ich hab gerade nochmal lauter gemacht. Ja! Schön gemacht, ey. Fuck ja! Yeah. Schön gemacht. Ja, das ist natürlich Gunsen. Schöne Deckung. Hat er ihn weggecampt? Das ist natürlich wieder alter Gunni-Mode. Du, das ist 180 GB, wo soll ich das denn zensieren? Du. Ich brauchst eine extra Festplatte für so. Kann man wallbangen oder nicht? Was ist das denn? Hat er jetzt voll geladen oder nicht? Kann sehr gut laufen, ich kann nur nicht gut zielen und schießen. So, das heißt, wir sehen jetzt das große Finale dieser Rubrik. Sowohl Gunnar als auch Janina haben sich den Platz im großen Finale erspielt. Das ist das, ich glaube, das ist das Aufregendste, was ich in den letzten 8 Wochen erlebt habe. Muss sie im Nacken. Gibt der Tipps gerade? Ja, ja, aber schon vorbei. Oh, er macht es. Den habe ich richtig hier drin gefühlt. Das gibt natürlich eine richtig krasse Sensation, wenn du das jetzt noch gewinnst, weil dann geht sie hier mit 0 Punkten raus, du machst 3 und du kostest sie 6 Punkte. Danach ist sie psychisch so gebrochen, dass ich vielleicht nicht mal Letzter werde der ganzen Staffel am Ende. Und da holt sie's! Ja! Oh, ich fühle Call of Duty in meinen Venen, nice, ey. Nice. Und ich sag's, wie es ist, das habe ich absolut gebraucht auf sämtlichen Ebenen. Alle Motivationscoaches auf YouTube sind jetzt stolz auf mich. Ich schreibe jeden einzelnen Nachricht. Ich habe den ersten Platz gemacht. Das heißt, 3 Bälle für mich an der Stelle. Hi und herzlich willkommen zur 5. Folge von Beef Junior Staffel 3. Ihr wundert euch, warum ich hier gerade moderiere? Nun, in der letzten Folge habe ich anscheinend ganz gut abgeliefert, dementsprechend habe ich endlich mal die Ehre bekommen. Jetzt sind wir aber schon ein Spiel weiter und ich würde sagen, wir gucken uns jetzt erstmal an, was das eigentlich ist. Getting over it. Ach, es ist doch immer wieder schön, wenn der Titel eines Spiels alles zusammenfasst, was man wissen muss. Man muss halt irgendwie verflucht nochmal rüberkommen. Bei Beef Junior kombinieren wir das Ganze jedoch mit einem Gruppenspeedrun. Soll heißen, jeder der 4 Spielerinnen und Spieler steuert einen der seltsamen Kesseldudes und hakelt sich mit Hilfe eines Hammers über verschiedene Hindernisse. Alle hakeln gleichzeitig los und zocken insgesamt eine halbe Stunde. Und wenn die vorbei ist, gucken wir, wer am weitesten ist. Wichtig dabei, es zählt nur, wo die 4 am Ende des Timers stehen und nicht, wie weit sie vielleicht zwischendurch schon mal waren. Für die weiteste Strecke gibt's 3 Punkte. Der oder die Vorletzte bekommt immerhin noch 1 Punkt. Vereinzelte Ausbrüche von Frust und Zorn könnten dabei durchaus im Sinne des Erfinders sein. Das Ding ist also wie gemacht für Beef. Fröhliches Hakeln. So, wir stehen in einem Wendepunkt. Es kommt Getting Over It, die wahrscheinlich belastendste Folge, die wir bisher hatten. Das habe ich mir ausgewählt, aber nicht, weil ich es gut kann, sondern weil das so witzig aussah. Ich dachte, da regen sich Leute auf und nur deswegen habe ich das gewählt. Eigentlich super simples Spiel. Hab dann gemerkt, dass ich einfach nach 10 Minuten zu einem anderen Mensch werde. Dieser Frust, diese Scheißsteuerung, die macht mich kaputt, die macht mich völlig wahnsinnig. Timelimit 30 Minuten, das werden 5 Minuten intensives Klettern und 25 Minuten Schreien. Es ist ein Frustgame, da denkt man sich wahrscheinlich, oh, hier, Frustgame vielleicht? Ja, es wird, glaube ich, sehr, sehr viel Rumgeschrei geben. Mein Ziel ist, ich versuche ruhig zu bleiben und einfach so weit zu kommen, wie es geht. Aber ich werde auch einfach irgendwann den Verstand verlieren. Also wenn ich mir davon ausgehend von einem Spiel, was mir richtig viel Spaß macht, mich möglichst weit weg bewege, 5 Wochen lang fahre, dann komme ich irgendwann bei Getting Over It an. Aber ich habe auf jeden Fall YouTube-Videos geguckt, sehr viele. Ich bin mir relativ sicher, dass da die Mindgames viel, viel größer sind als bei allen anderen Spielen. Ich habe euch ja letztes Mal von meinem Masterplan erzählt. Ich habe in der Mittagspause schon so ein bisschen angelegt, trifft sich da ein kleines Grüppchen hier und da. Und da habe ich gesagt, ey, Janina wird bei dem nächsten Shooter auf jeden Fall den Joker ziehen. Wir müssen alle auf sie gehen. Währenddessen plane ich, bei diesem Shooter den Joker zu ziehen und davon zu profitieren, dass alle auf Janina gehen. Wollte Janina
mir jetzt aber bei Getting Over in den Joker ziehen, habe ich ein Riesenproblem, weil ich dann diese Karte nicht mehr ausspielen kann. Ich hoffe also sehr, dass ich gerade einen guten Eindruck machen konnte, sie davon überzeugen konnte, dass ich der beste Getting Over-Spieler aller Zeiten bin und sie keinen Joker nimmt, damit sie ihn beim nächsten Shooter nimmt, damit ich dann sagen kann, jetzt müssen wir alle auf sie gehen, damit sie ganz unten ist in der Liste, damit ich gewinnen kann, mein Joker wiederum die Früchte trägt und ich voranpresche. Das ist mein Plan. Nee, kann ich hier nicht machen, weil ein Fehler und man ist wieder ganz unten und das ergibt gar keinen Sinn. Nee, der Joker wird hier jetzt im Tal bleiben, der darf nicht mit nach oben. Florentin wird auf jeden Fall sehr, sehr nah an mich rankommen. Ich hoffe auf einen Fehler auch von ihm. Fabian und Gunnar sind gleich auf, aber sollten auf jeden Fall hinter uns beiden sein. Ich zieh den Joker. Ich zieh bei Getting Over den Joker. Entweder das Ding bringt mir den Sieg oder ich bin raus danach. Hier wird er gezogen jetzt. Okay. Geil! Wow. Doch, ich hab Bock. Habt ihr auch Bock? Hast du auch Bock, uns mal vielleicht vorzustellen? Hallo, hier? Florentin, Gunnar, Fabian, hallo. Hallo. Letzte, vorletzte. Ja. 30 Minuten ist eine lange Zeit. Da kann viel passieren, aber auch viel Fortschritt auch wieder zerstört werden. Ich glaube, es wird eine Disziplin der Begrenzung heute sein. Wie viel traut man sich zu und wann hört man auch auf? Das Interessante ist auch, dass meine Mitspieler alle gesagt haben, sie wünschten, dass das Spiel später kommen würde, um da noch so ein bisschen mehr Zeit zu haben und sich noch ein bisschen mehr einzugrooven. Blöd gelaufen, kommt aber jetzt. Und dementsprechend, wie fühlt ihr euch? Ready? Ja? Nein? Also das ist halt das Frustspiel. Und ich glaube, das Wichtigste ist gar nicht die Motorik oder wie was man spielt, sondern einfach nur mit dem Mindset reingehen, egal was passiert, ich bleibe ruhig, das passt schon, ich kriege es hin, weil man wird fallen. Ja. Und wird stürzen. Das ist wie im Leben. Du weißt, dass du fällst. Aber aufstehen, das ist das Wichtige. Dann wieder heute an diesem Tag. Wir können jetzt direkt schneiden zu der Szene, wo wir unsere Mäuse gegen die Wand werfen. Fuck. Ja, wahrscheinlich. Aber das wird heute. Und vor allem, ich hasse diese solche Spiele. Wir spielen mit Controllern, oder? Nein. Ja, ich habe das mit Controller geübt. Ja, dann spielst du das mit Controller. Kannst du ja. Dann kann doch nur mit. Aber dann habe ich ja keine Ausrede. Was ist denn das für eine Selbstgeißelung bei dir eigentlich? Woher kommt denn das, diese Liebe zum Schmerz? Was ist das? Wie gut hat das funktioniert? Das sind ja keine Spielgeräte. Beim Shooter mit dem Controller? Ja, ich dachte mal, eine halbe Stunde, wenn ich schnell war, habe ich es zweimal geschafft dann. Wohin? Aber manchmal auch nur einmal. Wohin zu kommen? Ja, durch. Das ist doch ein super kurzes Spiel. Okay. Fabian redet natürlich seinen Fabian-Stoß, ist nicht so weit gekommen damit bisher, wie wir gesehen haben, aber. Wir starten trotzdem rein. Let's go ab ins nächste Spiel. Florentin wartet erstmal. Ich nutze wirklich explizit die Gelegenheit, um mich mental an einen gesunden Ort zu verfrachten. Mein innerer Wald, ich bin an einem See. Oh, ich bin schon wieder ganz am Anfang. Guck mal, Enten, ich bin genauso weit wie Florentin. Die Enten zirpen. Das ist herrlich entspannt. Florentin, sag mal, wie abgehoben ist es von dir gerade, dass du nichts machst? Völlig egal. Ich finde es richtig schlau, was er macht. Es ist egal. Ich werde stürzen. Sagt mal was. Viermal, fünfmal, sechsmal. Aber so ist das Leben. Man stürzt und man steht wieder auf. Und dann ist man stärker als davor. Das ist es. Das gibt's nicht, ey. Ah, fast. Und wie weit ihr seid, ist mir egal. Das Einzige, was zählt, ist, dass ich Spaß habe. Seht ihr das? In einem scheiß Speedrun, wer hätte ich gewonnen, ey? Hör auf, bis einfach wohin? Hör auf und save ab. Bis wohin denn? Kann man nicht sehen, wo die anderen sind, oder was? Das ja, du kannst auf den Monitor gucken. Nee, ich sehe den nicht. Gunnar K. Achso, bei dir, ja. Und bei mir auch. Es ist jetzt nicht so mikrointensiv, du kannst auch kurz aufstehen. Bin so sicher in den Anfängen, aber danach wird es schwieriger. Halbe Stunde, Junge, da gehe ich noch zur Edeka gleich. Cool, wie sie nochmal meinen Gag aus der Anmoderation aufwärmt. Ja. Deine Gags sind aber auch die besten, Fabian. Das stimmt. Ich war ja ein paar Mal mit Fabian schon im Urlaub. Ja, wo war der? Gran Canaria zum Beispiel. Oh, schön. Und da hat Fabian immer den Award gewonnen für die witzigsten Gags. Wir haben immer so Awards, also ich habe die verdient, ne? Ah, das ist süß. Oh, ich bin ganz nach unten gefallen wieder. Ich auch. Oh, das ist doch schade, aber dann könnt ihr nochmal neu anfangen und es nochmal besser machen. Jedes Scheitern ist auch eine Chance, es danach besser zu machen. Alter, ich bist du der Sprecher von dem Spiel? Absoluten Kotzkrampf. Ah, jetzt bin ich ganz nach unten gefallen. Vielleicht schreist du nicht so, das ist nee, sehr laut. Ich schreibe auf jeden Fall, habe ich schon gesagt. Mache ich euch ganz leise. Ich will auch, guck mal, wo ich wieder hingefallen bin. Oh. Zum Paddel. Das ist so mies, dass man die Bildschirme von seinen Gegnern sieht, ey. Wobei, vielleicht ist es auch ein Nachteil, wenn man in der Mitte sitzt. Ja, ja. In der Mitte sitzt. In zwei Mitten. Du würdest gerne sehen, wo ihr seid. Es ist super, man hat eine Hand zum Spielen und eine einfach zum Verzweifeln. Es ist wirklich eines meiner absoluten Hassspiele. Es ist schrecklich. Ist, ne? Ich habe ja nichts gegen schwere Spiele, aber Spiele, die schwer sind, weil die Steuerung scheiße ist, das ist einfach eine Katastrophe. Oh, ich werde zu ungeduldig jetzt schon.
Na. So, hier muss man vorsichtig. Oh Gott. Ruhe liegt in der Langsamkeit. So, da sind wir schon mal. Das haben wir schon mal auf der Habenseite hier. Hey, wer von euch wollte das Spiel nochmal haben? Ich wollte Gunnar Krupp. Ja, einfach weil er den Speedrun auswendig gelernt hat. Das stimmt nicht mit dir. Ich fand es irgendwie witzig. Wirklich, das war der einzige Grund. Was hast du für einen Humor eigentlich? Was ist das für... Also das Mann in einem Kessel. Ja, das verstehe ich schon, aber ach, dir ist schon klar, dass du uns die ganze Woche ruinierst. Ah, wieso rutscht der? Florentin schon auf der Leiter, Bre. Oh, ist gleich vorbei. Nur noch 26 Minuten. Wie viel man schaffen kann in 4 Minuten, das ist Wahnsinn. Ich trau mich nicht zu atmen in dem Spiel. Ah, das ich konnte gut. Als Kind super lange die Luft anhalten, aber jetzt gar nicht mehr. Das habe ich verlernt. Einfach verlernt. Das ist komisch, man denkt als Erwachsener dumm, könnte man ne? alles besser, aber nee. Als Kind hat man auch manchmal so Superkräfte. Ich weiß, ich werde so lange entspannt sein, bis ich einmal stürze und dann ist vorbei. Du bist schon mega weit, Bre. Ist doch völlig egal. Das ist so grauenhaft, wenn ich deinen scheiß Bildschirm sehe, Mann. Habt ihr die Mats nicht gehört? Es ist wichtig, wo man am Ende ist. Nicht in der Mitte. Ach, das muss man so schaffen. Ich bin noch nicht mal wieder geschafft. Ah! Was hab ich getan? Ah, ich hab eine Zuckung in der Hand gehabt. Ich muss mich retten. Okay, ich hab mich noch gerettet. Sorry. Stark. Ich hab jetzt echt eine Zuckung. Nicht rumschreien, ne? Hab ich noch nie gesehen, was da gerade passiert ist. Wow. Ich hab extra diese Pillen nicht angenommen, die Gunnar mir angeboten hat, weil ich genau wusste, dass dann am Ende auch Zuckungen und so ein Kram am Ende. Pillen, das war Lakritz. Das waren Lakritz-Pillen. Da muss schon zugeben, dass es ein bisschen, wie Janina sagen würde, sass ist. Wie ich sagen würde. Das hab ich jetzt mal 2015 gesagt. Es ist so viel Zeit. Oh, das war dumm. Echt schön auch. Das war dumm. Das war dumm. Du bist bei der Treppe, krass. So weit war ich noch nie. Doch, einmal. Ich werde diese Treppe jetzt 10-mal machen, dann habe ich sie. Beim ersten Mal ist überhaupt kein Druck. Ich muss sie doch nicht beim ersten Mal schaffen. Quatsch, wer bin ich denn? Erstmal, nein. Okay. Okay. So, erster Safe Place. Ach so, da bin ich ja schon. Na gut. Aber Florentin ist der krasseste. Du schon bei der Treppe bist, ist... Ui, ui, ui. Oh, das ist gut. Ich brauche ein Wasser, ich brauche ein Stück. Ja. Also hier ist schon mal nice, wo ich bin, aber ich habe halt noch... viel zu viel Zeit. Das schaffe ich ja nie. Also da komme ich... Zu viel Zeit. Hier komme ich ja immer wieder hin. Was ist mit Fabian? Bist du still? Bist du schon durch, oder? Nö, ich bin noch ganz am Anfang tatsächlich. Fabian, bist du schon über den Baum am Anfang? Den Baum ja, aber danach aber auch nicht viel weiter. Ich werde auf jeden Fall auch nicht durch den Schacht kommen. Das habe ich super selten überhaupt mal nur geschafft. Das ist, glaube ich, schon mal schlecht. Florentin, wie kommst du denn hier hoch? Kommt man da überhaupt hoch? Du sagst ihm das jetzt nicht. Ich würde mit der Tonne direkt neben den Schirm gehen und dich dann nach oben abstoßen. Ich will nur deinen Joker verhindern, Janina. Habe ich doch auch gerade schon mal versucht. Okay, ich versuch's nochmal. Dankeschön. Vielen Dank, Florentin. Gerne. Ah ja, okay. Jetzt habe ich schon fast geschafft. Sind jetzt schon weiter als die Besen nach ihrem ganzen Spiel. Wie lange haben die Zeit ist noch nicht vorbei, Janina. Für Arroganz ist es, glaube ich. Nein, was, wo wir jemals kamen. Ich habe auch gesagt, wir, ne? Also meine ich, especially dich, weil du weiter bist.
Oh, man muss immer schön aufpassen, dass man den Hammer schön weit aus rollt. Immer noch beim Regen. Durch, Florentin? Ey, du kannst einfach mal erstmal 10 Minuten warten, Florentin, auf alle anderen. Ne? Wir werden es nicht schaffen, da oben hin. Dieses Geräusche von dem Mann auch. Kann man die auch ausschalten? Was ist los, Gunnar? Ich bin fast runtergefallen, aber nur fast. Alles gut. SpongeBob. Scheiße, habe ich nasse Hände, ey. SpongeBob. Wenn ich sie irgendwann hochmache, dann warte ich da einfach auf euch. Dann will ich nichts mehr machen. Dann ist es alles, was ich jemals wollte. Oh, da war ich doch schon geil fest. Kriege ich den Hammer so durchgehoben? Ja. Mach es einfach langsam. Guck mal, wie wäre das denn? Ja, mach ich langsam, habe ich gesagt. Ach, das ist schnell. Der hat manchmal. Ja, das ist, da gibt es irgend so einen Schwellenpunkt. Oh, die Treppe. Ja, das soll ich. Ich bin gespannt. Prinzip 1 von ein Drittel Zeit nur vergangen, ne? Wahrscheinlichkeit, ja, dass ich da auch wieder hinkomme, ist schon sehr hoch. Auf jeden Fall. Der Loop nicht, ist tatsächlich super klein. Ich weiß tatsächlich nicht, wie man anfängt, da hinzukommen. Ja, das ist das Schwerste, ja. Der Winkel ist ziemlich niedrig. Sag doch mal. Nee, das sagst du nicht. Ja, als ihr mit eurem Theorie, als ob das so wichtig ist, die Theorie zu kennen. Gunnar schaut sich lieber zwei Stunden YouTube-Videos an. Du hast Gunnar gesagt, die Theorie, und mir nicht. Ich weiß, ja, weil du einen Joker genommen hast. Hab ich nicht. Kann ich die Theorie jetzt dann vielleicht auch wissen? Hab ich nicht. Ihr müsst es fühlen. Da gibt's keine Theorie. Ja, ich hab die Theorie, weiß ich eigentlich sogar. Bei den meisten Sachen. Du hast gesagt, du hast dir einen Speedrun angeguckt und kennst jede Kurve. Ich eigentlich auch. Ach, das weiß ich 35 ich Minuten lang hat er sich ein Video angeschaut, vorher auf den Rechenstein, wie diese Maps funktionieren und alle Schwierigkeiten von jeder Map. Ja, hä? Aber du hast das 5 Stunden gespielt schon. Wo ist denn der Unterschied? Hab ich nicht. Ja, doch. 4,2 Stunden habe ich gespielt. Ah ja, Entschuldigung. Von war die Hälfte Hauptmenü. Damit farmen manche Leute ihre Spielstunden. Wieso bin ich eigentlich auch die Einzige, die Kopfhörer auf hat? Oh mein Gott, das wäre ein Easy-Sack. Okay. Ich dachte, man fällt ganz runter. Ich dachte echt, man fällt ganz runter. Man fällt nicht ganz runter von da aus. Ich habe mich selber auf meinen eigenen Ohren gehört. Ich weiß, was ihr gehört habt. Ich glaube, man braucht den Schwung. Oh. Ich habe langsam das Gefühl, Florentin hat den Joker gezogen. Und so ein Hep! Nee, nie im Leben. Das wäre auch interessant. Würde so unter dem Druck zusammenbrechen. Ich kenne mich so gut. Du lügst doch. Okay, jetzt wird's interessant. Jetzt macht's Spaß. Jetzt geht's darum, kann man wirklich die Frustration besiegen, ja oder nein? Das ist das ganze Spiel. Das Spiel ist nicht mit dem Hammer da rumzufuchteln. Bist du wieder, wo ich bin, ne? Crazy. Frustrationstoleranz auszuloten. Das wo bist du denn? Gesamte Spiel. Ach, das. Auch bei der Lautstärke, okay. Junge, was ist das für eine weirde Bewegung, die er da macht auch? Hä? Er hat offenbar seine eigenen Arme nicht unter Kontrolle. Da kann ich auch irgendwann nichts mehr für, wenn er so plötzlich so komische, was weiß ich, hat. Ich habe so rumgeflamed und irgendwie hat es dann funktioniert. Wenn ich die Zunge rausstrecke, wird es ernst. Was mir gerade passiert ist, Gunnar. Bist du da ganz am Anfang wieder? Na klar. Oh, Jesus. Fabian. Muss ich diese Dings hoch? Nein. Wie geht die scheiß Treppe, Mann? Ist auch schwer. Und das sind so Sachen, die du nicht mit einem Zug durchmachen kannst. Ich hab
innerliche Schmerzen in meinem Herzen drin. Oh. Schlimmer als Liebeskummer. Wer führt denn jetzt bei euch beiden gerade? Es gibt keinen Führer. Es gibt, wir sind. Ich bin auf die Runde gefallen, Florentin. Ich fahr da oben. Komm's wieder hoch. Alles gut. Nee, ich bin zu ungeduldig gerade. Ich bin zu ungeduldig. Meine andere Hand schwitzt auch ein bisschen jetzt. Ja, Wahnsinn, ne? Die, die Hand, die gar nichts irgendwie macht. Irgendwie kann man nur beide schwitzen, ne? Ist so eher so beide oder keine. Menschliche Anatomie. Einfach cool. Okay, das war's. Das war's. Alter Schwede. Das war's. Nice. Wieder hoch. Ist jetzt, noch nicht mal die Hälfte der Zeit. Weit hinten oder? Ich bin ganz nach unten gefallen. Ist gut. Noch nicht mal die Hälfte der Zeit. Ja. Und warum nicht noch weiter nach unten? Scheiße. Okay, das war du. Du musst unbedingt jetzt gucken, wie du gleich durch diesen Tunnel kommst. Das nicht abfuckt, ey. Er lacht da eher drüber. Das ist, weil das so dumm war. Und weil du das Spiel auch gepickt hast. Kannst du jetzt schlecht drüber ärgern. Ach, über das Spiel ärgere ich mich auch nicht. Über dich selber, ne? Ja, ach, das war einfach... Ich kann da mich gar nicht so drüber ärgern, weil es auch echt... Pech war auch teilweise. Kurz abtrocknen, ne? Oh. Will ich es aber auch schnell machen, ne? Das will man dann auch. Wie ich einfach komplett nach unten gefallen bin, das ist ja einfach nur crazy. Oh, böser Punkt. Ganz böser Punkt da hinten. Ich muss jetzt aus dieser Scheiße hier mal kurz wieder raus da unten. Bin ich schon wieder vor Fabian jetzt? Klar. Ich krieg auch schon wieder Handschmerzen, weil ich mit der Maus nicht so lange bedienen kann. Wie hast du. Jetzt hab ich nicht hingeschaut. Wie geht die Treppe? Fuck. Schwung. Ach, diesen Timer kann man auch nicht größer für unsere Gesichter machen, oder? Also, es wäre geil, wenn der ganze Raum so mit Beleuchtungen so ab... Ich kann es nicht erklären, aber man... Ich bin bei dem Gang auch nicht so gut, Fabian. Jetzt musst du mal gucken, wie du das machst. Zwei Punkte sind auch okay. Muss chillen, zwei Punkte sind auch okay. Nee, null Punkte oder sechs. Das ist dein Leben. Ja, offensichtlich mache ich auch falsch. Safe Point. Hier ist ein Safe Point. No joke, ich bleibe einfach stehen, da kommen die eh nicht hin. Das stimmt. Das ist, als hätte ich verlernt, wie Finger und meine Hand funktioniert. Oh, da, jetzt habe ich nicht geguckt, wie du das gemacht hast, Gunnar. Das ist ärgerlich. Hochgedrückt und dann mit dem Hammer halt, ne? Muss ein bisschen warten. Da darf man nicht so ungeduldig sein, weißt du? Ich bin überhaupt nicht ungeduldig. Nee, nee, nee. Bisschen noch. So, sag mal. Ich hasse dieses. Ich hasse. Ich glaube, man muss mit Schwung da hoch. Ich glaube, das geht nicht so. Wieder so Stück für Stück. Ich fall da schon wieder drüber. Ist gar nicht wahr. Also. So schlecht war ich nicht mal in der Vorbereitung. Nicht mal, als ich das erste Mal gespielt habe, war ich nämlich nicht so schlecht. Jetzt fall ich auch runter. Oh, ich bin auch runtergefallen, Fabian. Ja, da. Ich bin links über den kompletten Berg gefallen, was wahrscheinlich nicht mehr das Spiel nicht mal so vorsieht, dass man da überhaupt rüberfallen soll. Doch. Das sind nicht mehr Texturen und so, das ist einfach alles grau. Da fall ich über links. Ja, darf nicht zu schnell sein, das stimmt, ja. Ungefähr ein Tipp. Hätte man jetzt 35 Minuten Video angeschaut, ne, Florentin? Boah, das habe ich gleich, habe ich gerade fast Instant Karma bekommen für den Spruch. Okay. Toilette. Oh, ich bin der Dümmste. Toilette. Dieses. Jetzt bin ich aber auch dumm gerade, was ich hier mache. Hä? Verstehe es nicht. Na, ich darf nicht. Ich darf nicht into the emotion gelangen. Es ist noch so viel Zeit. So viel Zeit. Und ich bin Zweiter.
Theoretisch könnte ich auch einfach hier stehen bleiben, da können die doch auch nicht hin. Oh. Toilette, okay. Alles gut. Das war ja nervig gerade, ey. Warum bin ich denn ganz nach unten gefallen? Bist du? Da. Ja, ja. Junge, kann der mal langsam machen? Was ist denn das hier für ein hektisches Ding, Alter? Was war das? Kennt ihr es, wenn ihr so Wein lachen wollt? Nee? Okay. Oh. So. Wartet einfach, Florentin. Da kommt nie jemand hin. Ich glaube, ich warte da hinten auch bei den Paketen gleich. Wie lame das wäre, wenn wir einfach 10 Minuten lang warten würden. Naja, aber ey. Mach einfach 10 Minuten Podcast. Was sollen wir in 10 Minuten? Warte mich noch schnell, bis ich da hinten bei der Treppe bin. Du darfst nicht warten, du hast einen Joker. Hast du echt deinen Joker nicht genommen? Nee. So, hier. Da warte. Oh. Komm, ich mal jetzt langsamer. Bin ich wieder hier. Schön, ne? So, da kommen die nicht hin. Wartet jetzt alle? Wollen wir das wirklich jetzt machen? Einfach 10 Minuten stallen einfach. Naja, wenn du runterfällst, wo ist denn dein Punkt dann? Das weiß ich nicht und ich will es nicht rausfinden. Naja, eben. Weil diese Toilette hat mich alles gekostet. Also ich kenne ja den Punkt, wo ich da wieder hinfallen okay, würde. Heißt, wir könnten jetzt 10 Minuten Zeit sparen, wenn wir einfach sagen, du gewinnst. Nein, das machen wir nicht. Fabian sehe ich nicht, aber ich schätze, ich bin ganz am Anfang. Ich probiere aber auch nicht mehr ernsthaft jetzt. Dann wird es halt ein zweiter Platz Ding. Ja gut, aber will ich, dass Gunnar vor dir ist? Ich bin so dumm. Du wartest jetzt, oder was, Freundin? Ja, wenn du wartest, ergibt es für mich keinen Sinn, weiterzumachen. Das stimmt. Geht es nach rechts oder nach links? Nach links. Also ich kam von rechts. Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, dann kannst du ja mal gucken, was da einfach ist. Ja, nee, ich kann die Treppe auf jeden Fall nochmal machen. So ist nicht, weil ich glaube eh nicht, dass Gunnar da, also ich spiele dir das weiter. So. Kannst auch zuschauen. Okay. Also sehen, dass ich... Wünsche viel Spaß. Du bleibst da stehen. Da will ich auch voll... Bleibst so wie ich es so machen? Du bleibst da stehen jetzt, wo du bist, oder was? Ruhst du dich aus? Du willst es so machen, oder wie? Okay. Du ruhst dich aus? Wie du meinst. Du ruhst dich gerade aus. Spiel dein verdammtes Spiel weiter, Florentin. Nein, ich will nur Tipps, aber okay, aber... Oh, da machst du es aber selber schwer jetzt. Oh, nee, da würde ich aufpassen. Ja, ja, nee. Oh, was macht man hier? Was macht man hier? Ich halte das nicht lang aus. Okay, das ist eh. Das kann das sein. So, hast du es gesehen, dass ich weiterspiele? Es tut mir leid, aber es ist strategisch einfach dumm. Jetzt weiterzuspielen. Mhm. Ey. Es tut mir leid. Ich dachte, wir hätten gerade beide stehen bleiben können. Und du sagst, wenn du stehen bleibst, bleib ich auch stehen. Ich spiele weiter und du spielst nicht weiter. Was ist das denn gerade geworden? Das ist super nervig. Ich mache mich nicht beliebt damit, ich weiß, ich sehe schon die Kommentare, aber... Es ist strategisch einfach dumm. Ich dachte, also ich hätte jetzt auch stehen bleiben können, Mann. Ich war mir so sicher, dass du den Joker nimmst, wirklich. Ich bleib da jetzt auch stehen jetzt. Ich bleib wahrscheinlich hier gleich stehen auch einfach. Aber da ist genau Gunnar jetzt. Ihr seid exakt an derselben Stelle, ne? Naja, ich weiß ja, dass ich weiterkomme. Achso, da bin ich ja auch, ja. Wie viel haben wir? 8 Minuten, dann gehe ich wieder zur Treppe und dann bleibe ich da genauso wie du, genauso dumm stehen. Nein. Da muss ich doch stehen bleiben. Und so stand es in deinem Guide, oder wie? Ich will so und dann langsam. Okay. Mhm. Hallo, warum hilfst du denn jetzt gerade? Macht er doch gar nicht. Er hat mich gefragt, wie ich es mache und dann habe ich ihm das gesagt. Und er hat einfach nur okay gesagt. Ich dachte, das wäre ein Deal, Florentin. Wir beide spielen. Ach du Scheiße, das ist ja wirklich. Er ist auf der Rutsche. Ah, okay. Er ist auf der Rutsche. Naja, 7 Minuten, dann komme ich wieder. Besteht eine realistische Chance, Gunnar, dass du nochmal hinter diesen Punkt hier zurückfällst? Ja, man kann da nochmal runterfallen. Ja, ich war ja eben schon einmal hier. Ja, man kann da wieder runterfallen. Ich war ja genau da schon, Fabian. Also wieder gerade. Oh, aber er kommt jetzt an die Treppe. Das wird jetzt nochmal eng, Janina. Da will ich die Treppe schafft er aber auch nicht. Doch, da weiß ich auf jeden Fall, wie es geht.
Ja, weil er hat ja seinen dummen Speedrun gesehen. Ich hab das halt nicht gesehen. Wie fair ist ja, es? Ja, wie fair? Du hattest jetzt 2 Wochen Zeit, dir das Video komplett anzugucken. Du hast es heute Morgen angeschaut, nee, tu dich so. Ich hab's 2-mal angeguckt schon. Ja, heute Morgen 2-mal, nee, gestern Abend und heute Morgen. Auch schon. Wollen wir uns gemeinsam das Video jetzt angucken, damit alle auf dem gleichen Stand sind? Es dauert 35 Minuten, wir haben 7 Minuten auf der Uhr. Doppelte Geschwindigkeit ist kein Problem. Das braucht mehr als doppelte Geschwindigkeit. Kriegen wir hin. Ich hätte oben auch fucking stehen bleiben können. Ich dachte, cool, wir challengen uns jetzt noch. Was hab ich denn gemacht? Ich hab doch nichts gemacht. Du hast gesagt, du bleibst stehen, wenn ich stehen bleibe. Rückschlussfolgerung? Nee, das ist kein gültiger Rückschluss. Doch. Da müssen wir nochmal in Logik für Anfänger ran, dass das kein gültiger Rückschluss ist. Oh, Gunnar ist aber weit. Oh. Oh, da will ich aber aufpassen. Ich bin bei der Treppe. Ja, da komm ich auch hin jetzt gleich. Ah, die Treppe. Oh, krass, und das, jetzt bin ich mal gespannt, wie das in deinem Guide steht. Ja, ich auch. Fällt da so runter? Nee, ich mach das nicht. Oder? Mach das jetzt nicht, wenn Janina guckt. Aber ist Janina nicht da? Kann an der Treppe hängen. Nee, die ist auch nicht da. Ach so, okay. Krass. So, ihr seid so fucking der Einzige, der sich richtig eingeschränkt ist, Fabian. Ich zeig dir doch jetzt, wie das geht. Kannst du mich vielleicht einmal durch den Tunnel dann so? Ja, mach ich gerne. Nee, das ist verboten. Hallo, wieso? Du kannst nicht mit seiner Maus spielen. Aber, aber das ist Betrug. Kann er meinen Arm anfassen? Beide disqualifizieren. Kann er den Arm führen? Mach ich doch gar nicht. Er kann mit Worten, aber nicht mit Händen. Ja, Wort bringt mir nichts. Ich hab das auch im Video gesehen. Ich kann es aber nicht umsetzen. Ach so, das ist ja, das dumme ist Video für dich. Komisch, all dieses wie dumme Video gesehen haben, kommen jetzt irgendwie nicht weiter. Merkwürdig. Das stimmt. Ich glaube, das Video hat mir eher geschadet, dass es geholfen hat. Wann hast du das denn gesehen, dieses Video eigentlich? Das habe ich ständig geguckt. Was mir selber keinen Spaß gemacht hat. Wann hast du das Video gesehen? Ich habe immer Videos geschaut und habe gedacht, weißt heute, ja, mit dem Hammer. Seit heute davon, dass Gunnar dieses Video gesehen hat. Oh, er ist runtergefallen. Es wird richtig spannend. Na also. Es wird richtig spannend. Ich kommentiere, glaube ich, jetzt lieber Janina gegen Gunnar, als selber weiterzumachen. Ich halte dich auf. Jetzt wird es richtig spannend. So, ich beide sind auf dem Grill. Beide sind an exakt derselben Stelle. Du willst dich rausreden, warum du gerade nicht mehr weiterspielst. Beide sind an exakt derselben Stelle. Du, ich krieg die Hasskommentare. Ich finde das schon sicher, aber ich will. Du. Ich finde es richtig gut, dass du das machst, Florentin. Das ist doch total schlau. Das, wieso dreht der nicht jetzt? Ich muss mal eben kurz wieder reinkommen. Jesus Christ, das war ja hart. Bist du jetzt wieder weiter? Ich nicht, nee. Glaub nicht. Kannst du das mal kurz live sagen? Ich kann das jetzt nicht mehr. Wer jetzt weiter ist von den beiden? Das war schlecht. Diese Stelle, ich bin viel zu nervös, wenn er da ist. Das ist ja dummes Schirm, ne? Ah! Was? Will ich leider nicht, sorry, nochmal? Nee, das ist okay. Das hast du ja aus gutem Grund dich entschieden, mich nicht zu hören. Sag doch nochmal. Oh, soll ich dir ein Handy aufgeben? Nee. Und hin. Wieso stoße ich mich denn ab? Stößt uns auch ab. An der Stelle würde ich gerne aufhören, um es einmal du musst weitermachen. Zu haben für alle. Nein, du kannst Gunnar nicht den Platz schenken. Du warst so viel weiter. Jetzt bist du plötzlich für mich, oder was? Ich bin immer für dich. Du hast gerade 10 Minuten in mein Ohr geredet, wie sehr du willst, dass der mich aufholt. Das ist dein größter Konkurrent hier übrigens. Er stützt, du hast eine Chance, ohne Witz. Ich bin gefallen wieder, runtergefallen. Um das mal zu sagen. Ich dachte, du hättest den Joker gezogen, deswegen dachte ich, du darfst auf das gar keinen Fall. Das ist ja egal dann, ne? Ich bin gerade wieder alles runtergefallen, ey. Ich war schon wieder auf der Rutsche. Jetzt kommen die Meltdowns. Jetzt geht's richtig hässlich gleich. Oh, Gunnar liegt aber gut vor mit der blauen Rutsche. Wie, der ist schon wieder in der blauen Rutsche? Ist er auch fast. Oh, Janina, jetzt mit der Windmühlentaktik. Einfach schön durch. einfach schön durchrotieren. Sehr gut. Rotieren geht über Studieren, sehr gut. Wieso stößt er sich denn da ab, Mann? Kannst du mir das mal sagen? Und Gunnar auf den Kartons. Gunnar jetzt relativ sicher tatsächlich schon. Aber jetzt natürlich der schwere Punkt. Schafft er es, die Kartons unten zu finden oder nicht? Wenn er sich ganz vorsichtig abseits lässt. Oh, das da. Ist ja schwer. Schön gemacht. Schön gemacht. Schön gemacht. Ganz schön. Ganz schön. Steht jetzt an der so schwierigen Treppe. So schwierigen Treppe. Junge, ich komme da einfach nicht mehr rüber. 3 Minuten sind mehr als genug, das locker zu schaffen. Einfach. Du hast mir gerade 10 Minuten mein Ohr vollgeladen. Atme. Ist er an der Treppe? Bleibst du jetzt da? Ich warte jetzt. Sag mir nochmal, was ich hier. Aber bleib stehen. Du musst es nur hochschaffen. Ja, aber ich stoße mich da immer ab an den blauen. Keine. Immer mit dem Hammer dahin? Dann fahre ich da jetzt so. So, jetzt halt so. Genau so. Und jetzt? Und geh ran. Jetzt machst du ganz da unten und stößt dich so hoch. Das habe ich schon ganz oft probiert. Also gleich, dass ich mich an der festhalten kann, ne? Genau. So weit ist der eh nicht, oder? Da sieht irgendwas Fabian ganz Komisches jetzt wieder. Fabian ist unten am Tunnel, der ist kein. Nee, muss ganz langsam musst du es machen. Mein Mauspad reicht nicht. Ah! So hektisch.
Das ist so stressig. Das Spiel ist so stressig. Ich lass das jetzt, ey, ich kann nicht mehr. Wir uns alle einfach zufrieden geben. Ja, bei der Treppe, da musst du halt echt, da musst du halt diesen machen, ne? Dritter ja, werden, ja, ey, ja, das also ist doch das Peinlichste. Und den checkt man halt nicht. Ist das die unsympathischste Beef-Runde aller Zeiten? Ja. Nee, ich war Royal Beef Virtual Tennis mal, das Finale war auch ganz unangenehm. Aber das hier ist auf jeden Fall. Ich war schon zwei, dreimal ganz schlimm. Ja? Ja, ich habe schon extra eine Bande irgendwo gefahren mal. Was ist, wenn wir an exakt den gleichen Punkt stehen, Gunnar und ich? Was ist dann? Machen wir nicht. Weil stehst du da am Edge zu der Treppe? Ja. Ja, da kann ich auch stehen. Ja, dann machen wir. Kann ich auch schon zweimal heute. Ja, da kam sie locker hin. Auch in 1,30? Mhm. Auch in 1,20? Mies. Das ist auch unfair irgendwie. Janina ist ja eigentlich richtig gut und dann kriegt sie einen fucking Punkt, während ich gar nichts gerissen habe und ich kriege auch nur einen Punkt weniger. Das eigentlich kommt mir das fair vor, aus ja, meiner Perspektive. Du, ich bin da immer schon eben komplett durchs Loch geflogen, wo Janina gerade ist. Du kannst noch, da bin ich ganz am Anfang wieder gewesen. Da kannst ja, du auch. Das Problem ist, ich komme ja durch den Schacht nicht durch. Sie stand vorhin an genau dem Punkt, an dem du jetzt auch bist. Ich stand da auch schon zweimal. Sie wollte mehr. Also noch einmal. Ja, ich auch. Ich wollte ja auch an die Treppe springen, bin dann wieder runtergefallen. Da runterfährt, dann war es so ein. Da bin ich einmal schon runtergefallen heute, ey. Das war richtig schlimm. Ich möchte hier eigentlich immer wieder weg. Oh. Aber Florentin, bist ein richtig Punkt gut. Peinlichste. Du bist richtig gut im Spiel. Bin nur einmal runtergefallen, bin einigermaßen durchgeblieben. Das war Fabian, ganz gut. Oh, ist sie hinter mich zurückgefallen? Oh, shit. Ja. Nee, sie ist oben am genau Tunnel. Oben am Tunnel. Ja, jetzt hoch, wenn du es jetzt hochschaffst. Gunnar, was ist es, Florentin? Mach das schnell, Gunnar. Mach das schnell. Was ist das hier? Du hast es noch jetzt hoch, Pogo machen. Ich würde mich jetzt wirklich nicht mehr bewegen. Nee, gar nicht genau mehr bewegen. Ja, oder dann ich, auf den Stein. Sonst fällst du runter links. Wenn du dir einfach jetzt genau, jetzt ganz langsam runter und dann so hoch. Musst du selber wissen. Nicht mehr. Zeitlich nicht mehr. Bin natürlich auch aufgeregt. Warum? 7 Sekunden lang nichts gerissen hat. Scheiß auf das. Wir keine Nullpunkte hier. Ist egal. Okay, wir sind alle zufrieden. Ich bin sehr zufrieden. Ich bin nicht zufrieden. Ich bin schon zufrieden. Ich find's okay. Ja, das war die vielleicht spannendste Runde Beef, die wir gesehen haben. Feeling over it. Ich freue mich auf eure Kommentare. Aber Leute, was soll man machen? Strategisches Bedenken ist natürlich Teil davon. Das ist mir ganz angefallen. Janina, es tut mir so weh. Du warst ja schon oben an den Kartons, wo Gunnar jetzt ist. Ich war schon auch ein Zweiter. Ich war schon an der Anfang der Treppe, hätte ich mich hinziehen können. Aber am Ende, wenn die Ruhe nicht mehr drin ist, dann ist es einfach schwer. Aber ja. Aber Florian, wie gut du das kannst. Hast du einen Joker genommen? Nein. Oh. Nicht, nee. Aber du auch nicht? Aber nein. Ob ein Punkt oder null, ist das egal. Stimmt. Guck mal, da war sie genauso schlecht wie ich in der Disziplin. Ja. Hast du den genommen? Ja. Ich habe einen Joker gezogen. Oh. Aber tatsächlich. Aber warum hast du denn vorhin gesagt, ich bleib bei den Kartons stehen ja und ich schon weiter? Ja, das verstehe ich aber auch. Wenn du Joker natürlich mit euch meint zu gamen. Dich ich wusste, dass du ein Joker. Ich wusste es von der ersten Sekunde, als wir reingekommen. Um euch meint zu gamen. Ich wusste ja, es. Ja, bei uns ist es doch egal. Ich wusste es. Aber uns war das doch egal, mein Game. Ab dem Punkt, wo ich deinen Bildschirm gesehen habe, dachte ich mir, alles klar, jetzt mein Game ich nur noch, weil den werde ich nicht mehr einholen. Aber mein Game hat uns doch egal. Aber du hättest natürlich ihn krass motivieren müssen, dann weiterzuspielen, damit Florentin einen Fehler noch macht. Ja. Hast du dich aber sehr leicht da rein ergeben. Das hat er aber nicht weiter. Habe ich doch probiert. Er sagte, ja, wenn du stehen bleibst, bleib ich auch stehen. Ich so, alles klar, ich spiele weiter, bin runtergefallen. Hm. Er so, aber ja, ich spiele aber jetzt nicht weiter. Und ich so, ja. Du, weil ich natürlich darauf gehofft habe, dass du noch mal runterfällst. Aber ich bewundere deine Risikofreudigkeit. Der erste Joker, muss man sagen, in dieser Staffel. Alles das verdient Applaus. Das ist ein Risiko, das man erstmal eingehen muss. Ich weiß, wie schwer das ist, die Entscheidung zu treffen. Und du hast es gemacht und hast leider 0 Punkte bekommen. Ja, statt einem. Schon. Das ist die Sache, die mir so bitte ein bisschen den Arsch rettet. Gerade von meiner Frustgrenze, dass ich tatsächlich nur einen bekommen hätte. Und diesen einen Punkt, das ist nicht so schlimm. Aber ich hätte nicht, also ich habe auf einen Fehler von dir gehofft. Ich dachte nicht, dass du nach 10 Minuten stehen bleibst. Habe ich auch nicht gedacht. Ich habe mich als Mensch nicht so eingeschätzt. Aber das hätte toll an Beef. Niemand hat gedacht, Abgründe. Dass so nee, aber du warst ja auch mega weit. Also hätte jeder gemacht. Das ist doch kein Abgrund. Ja, es tut mir auch leid. Ich weiß wirklich nicht, was jetzt kommt. Ich habe nie weiter als diesen Punkt gespielt. Und ich weiß schlicht nicht, was kommt. Du hast vorhin gesagt, die Pakete waren dein weitester Punkt. Dann dachte ich mir, das sind ja die Pakete. Ich dachte, all dieser Bereich hier. Und ich wusste nicht, wo man wie tief fällt. Deswegen dachte ich mir, geh das Risiko nicht ein. Ich war hier einmal oben. Das macht vor der Treppe war ich schon mal. Ich habe die Treppe nie gemacht, weil
der in diesem YouTube-Video gesagt hat, ey, Treppe muss man so die Maus so hin und her machen und ja, das checkt man nicht so schnell. Dieses YouTube-Video, was ich nie gesehen habe. Fabian, wie hast du die letzten 30 Minuten erlebt? Was ging in dir vor? Ich habe gedacht, ich schaff's mal durch diesen Tunnel durch. Es war leider nicht so, aber es wäre schön. Es wäre für mich ein Erfolgserlebnis gewesen. Es hätte ja fast dann zu einem Punkt gereicht. Da, ganz ehrlich, ich finde halt wirklich, das ist, also es ist A, halt kein Videospiel im klassischen Sinn. Es macht wirklich null Spaß. Ist jetzt kommt das Spiel, echt nicht eingesehen, mich da weiter mit zu befassen. Wieder. Ich bin auch ein bisschen, also alles cool, aber dass du das ausgewählt hast, Gunnar, war eine wahnsinnig. Aber ich kannte das Spiel schlecht. Nicht. Ich fand es nur, sah witzig aus, okay. So ein Typ. Ja, aber du ruinierst halt das unterstreicht halt unsere, ja noch, was ich gesagt habe, dass du das ausgewählt hast. Fabian definiert wieder, was ein Spiel ist und was nicht ist. Fabian sagt wieder, dass das hier auch nicht für Videospiele ist, nennt sich Tastatur. Fabian, das ist wirklich deine Kategorie-Scheiße. Komm, aber Fabian hat null Punkte. Jetzt werf doch mal deine Bälle ein für die Disziplin, dann können wir Schluss machen. Ach nee, ja, gibt ja keinen. Wie viel kriegst du? Wie viel null. Aber ja, für mich ist es ja ein gewohntes schade. Gefühl. Ich habe aber meinen Joker noch. Das heißt, ich kann noch 6 Punkte machen. Dann habe ich mehr als du. So. Schöne Überleitung. Aber warum nimmst du das denn nicht bei so einem Spiel? Verstehe ich auch nicht. Dann nimmst du das bei so einem Non-Spiel, was du nicht mal gebrochen hast. Du hast doch eine Probe gesehen, wie gut Florentin das kann. Hab's mir auch gedacht. War ich genauso weit wie er. Ja, aber wie schnell und wie... Nee, ich bin kurz unten reden gewesen. Ich so, alles klar, da komme ich auch hin. Dann gehe ich unten mein scheiß Interview machen, komm wieder. Er steht im Nirvana. Und ich so, ich habe einen riesengroßen Fehler gemacht. Aber er kann doch Ingame-Fehler machen. Hat er nicht gemacht, weil er stehen bleibt. Nach 10 Minuten. Aber Florentin hat uns jetzt 5-mal schon angelogen und immer gesagt, er kann die Spiele nicht mehr, weil er jedes Mal gut, dem darfst du halt nichts glauben. Dir glaube ich kein Wort mehr. Hä? Weil ich jetzt 5-mal schon bewiesen habe, dass ich dann doch wahnsinnig gut bin, oder was? Bevor nee, wir jetzt auch um andere diese Sachen subjektive Meinung so, wir sind auf jetzt privaten Ebene. Lass uns hoffe, doch einfach wir nehmen diese Ärger nicht mit in die nächste Woche. Ich Ärger, denn ich freue mich total auf die nächste Folge. Es wird genauso lustig wie heute. Gut, dann lassen wir uns doch mal die Punktevergabe anschauen. Also die ist ja heute kurz, Florentin. Da rücken wir mal näher zusammen. Stimmt, die ist tatsächlich sehr kurz, denn nur 2 von uns bekommen überhaupt Punkte. Darf ich deine Punkte heute machen? Kannst du gerne machen, denn nee, Moment. 3 Punkte bekommen für den Sieg. Du, er durfte auch nicht meine Maus anfassen, er fasst auch nicht deine Bälle an. Gunnar bekommt 2 Punkte. Komm, mach mal. Ja. Da hinten liegen sie. Das ist doch schön. Gunnar bekommt 2 Punkte. Das hat er sich redlich verdient. Hat er gut gemacht. Nee, ihr könnt eine Pause machen, ihr beiden. Du musst doch nicht mehr spielen. Ich komm noch durch den Tunnel jetzt. Und deswegen, Gunnar, jetzt hier 2 Punkte auf 10. Zweistellig. Oh, geil. Herzlichen Glückwunsch. Schön gemacht. Und Florentin tatsächlich 3 Punkte. Oh. Und damit hast du, glaube ich, 11, Florentin. So, glaube ich, will es Adam Riese. Und damit... Ich mach's hier mal rein hier. Ja. Auch ein schönes Geräusch. Ah, schön. Sag mal, ganz kurz, wie ist das denn? Brauchen wir langsam eine größere Röhre? Oder wie machen wir das denn? Kannst du wenn jetzt nochmal 6 Punkte, weil, also, kann ich dann Fabian sagen? Ja. Weil du scheinst deine nicht zu brauchen. Das sind traurigste Punkte gerne auffüllen einfach. So, und ja, Janina und Fabian bekommen leider gar keine Kugeln, aber das ist nicht so. Ich interessiere mich ein bisschen für den Entertainment-Part hier, weil das auch eine Entertaining-Show ist, ne? Und deswegen wage ich auch mal was. Das ist genauso wie bei Fußballgolf. Ich fand's sehr entertained. Ich bin entertained und ich hoffe, ihr auch. Und damit das Ganze auch so weitergeht, würden wir uns natürlich freuen, dass ihr uns unterstützt mit dem Rocket Beans TV Supporters Club. Da könnt ihr nämlich Teil einer elitären Gemeinde sein, die uns unterstützt. Da würden wir uns sehr freuen. Und ja, ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es weitergeht mit Beef Junior! Woo! Ach, ich hatte es schon ganz kurz vermisst abzumoderieren, aber da sind wir doch schon direkt wieder nach dieser kleinen Unterbrechung. Und deswegen freut es mich natürlich, euch auch ankündigen zu dürfen, was ihr noch alles weitere Tolles anschauen könnt. Die anderen Disziplinen von Beef Junior, wie kam es eigentlich dazu, dass die Punktestände so sind, wie sie heute sind? Und natürlich auch, falls ihr gucken wollt, was Gunnar das letzte Mal so getrieben hat, natürlich auch die letzten Staffeln von Beef Junior. Ansonsten verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.